wir wollen ja einen Milchshake machen, wo das Glücksrad entscheidet. Als erstes dürfen wir uns das nehmen, was wir wollen, ohne dass das Glücksrad entscheidet. Clara, was nimmst du? Ich nehme, das hier schmeckt sicher lecker. Probiere ich mal aus. Sieht auch lecker aus. Und ich nehme, das hier. Eigentlich ganz lecker. Sieht eigentlich so aus wie Kakao. Das riecht aber gut. Aber riecht nach Karamell. Was hättet ihr denn genommen? Schreibt das bitte mal unten in die Kommentare. Ching, chang, chang. Oh. Yeah. Einmal drehen. Ich halte es fest. Oh. Haben wir gar nicht gesehen. Die Bären sind ertrunken. Oh nein. So, jetzt bin ich jetzt dran. Jetzt bist du, Johann. Oh. Tauschen. Okay, jetzt bin ich. Ja. Schwimmen! Mach mal noch ein. Ja. Augen und eine Nase. Nun, das sieht so witzig aus hier. Jetzt bin ich dran. Ja. Eins, zwei, drei und. Oh. Was mir los? Sind die bei dir? Oh, ja, die sind bei dir. Ich hab's doch viel nicht will. Dann darf ich natürlich auch. Ja, ja. Eins, zwei, drei, vier. Ja, fünfte. Der sechste kommt natürlich in meinen Mund. Und der siebte in meinen Mund. Hm? Okay, jetzt bin ich. Oh! Kekse. Buchstabenkekse. Lecker. Buchstabenkekse, lecker. Und dann wird es dir leid tun. Oh nein. Eigentlich schmeckt das ganz lecker, aber im Milchshake schmeckt das, glaube ich, nicht so, so ja. Gut. Ein großes Stück, okay? Nein, ich mache ein kleines. So? Nein, natürlich nicht. Ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Ein bisschen größer. Okay, noch ein bisschen. Also jetzt ein großes Stück rein. Und ich so, ein bisschen. Beeil dich ein bisschen, wenn du immer so. Ich glaube, die fünf Stücke. Schon wieder. So. So ein kleines Stückchen. Jetzt bin ich Clara dran. Oh. Du kriegst die Paprika. Okay.
Eins, zwei, drei. Darf ich bitte mal die Chili? Nein! Ich nehme die Chili. In deine und in meine. Natürlich in deine. Ich helfe dir, Doktor, bitte. Dann ein großes Stück Chili. Nein! Nicht so ein großes Stück. Nein. Wir werden schon tauschen. Oder warte, ich darf ja so viel ich will. Nein, das ist genug, Johann. Okay, jetzt bist du. Oh yeah! Tauschen nämlich. Dann wird man die Schüttel nicht mehr schmecken. Glaube ich zumindest. Okay, jetzt bin ich dran. Gib mir bitte das Wasser. Bin wieder da. La, 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 la. Da fehlt noch was. Das ist das Innere. Das zählt nicht. Okay. Oh. So, jetzt bist du dran. Das macht wahrscheinlich die Sorge. Los! Okay. Auf die Plätze, fertig. Oh. Okay, ich weiß nicht, ob das mehr so gut schmeckt, aber. Und ich kann. Oh, du hast Chili. Wenn er runterfällt. So, jetzt bin ich drin. Eins, zwei und los! Du bist dran. Ja, ich war. Aber dann wird es auch schlecht. Welches nimmst du dann? So kleine Stückchen. Ich will noch an die Tasche kommen. Okay, jetzt bist du. Ich sehe dich genau da. Genau da. Das passiert. Lecker.
Den Osterhasen. Der wird jetzt zu Schokoladenbrei. Zauber, Zauber, Philbus. So sieht aus. Und den stelle ich wie ein Berg. Das so jetzt. Hin. Und jetzt bin ich. Ja. Der Osterhase wird gleich fällt andauernd auf die Nase. Wohin er geht, immer geht etwas schief. Trinkt der Osterhase? Nein, er badet nur. Die Gummibärchen sind festgewachsen. Ich hoffe, ob die Hasenohren passen. Genau. Alter, der ist da festgeklemmt. Und wenn ich jetzt schrelle, rate mal, was dann passiert. 1, 2, 3 und... Mal gucken. Kann ich es angucken? Der Osterhase ist weg. So. Der arme Osterhase. Er hat mir immer was geschenkt. Schokolade. Aber es könnte sein, dass es nicht der echte ist. Oh, das reicht das ja. So, jetzt wird dein Saft gesmoothie-latort. Smoothie-latort? Das kenne ich ja gar nicht. Wie kommt das so? Über an eine Ecke. Soll ich helfen? Ja. Die gehören noch da rein. Die gehören auch da rein. Okay. Warte, nein! Huch. So, okay. Jetzt an und jetzt darauf drücken. Schmeckt sehr gut nach Schokolade. Und auch nach Kokosnuss. Ich und es ist ziemlich stückig und lecker. Mal, okay, ja. Mhm. Mein schmeckt nach Banane, Erdbeere. Ist auch was Scharfes drin. So, jetzt tauschen wir. Johann. Ich muss es zugeben, Johann. Deiner was denn? Ist wirklich besser als meiner. Ich
finde meinen irgendwie auch besser, weil bei dir ist irgendwie dieser Mentos-Geschmack noch drin. Schmeckt nicht mehr so gut. Und damit verabschieden wir uns jetzt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Böbel.